Relax und gebe meine Freunde willkommen zu einer weiteren Charakteranalyse. Ja, der gute Kevin Lehmann 4481 hat sich Monty als nächstes gewünscht und dank eurem großartigen Support unter dem Roxy-Video dachten wir uns, machen wir Monty dementsprechend direkt als nächstes. Wollt ihr Content dieser Art nicht mehr verpassen, beziehungsweise uns unterstützen oder zeigen, dass wir weiter solche Videos machen sollen, lasst doch gerne ein Like da und schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Über ein Abo freuen wir uns natürlich auch immer und seit neuester Zeit könnt ihr auch Kanalmitglied werden und euch einige Vorteile sichern. Ohne jetzt viel weiter zu quatschen, möchte ich direkt mit der Charakteranalyse von dem guten Monty anfangen. Zunächst war Monty nur als Bodyschuppenbesetzter Ersatz gedacht. Monty ist uns allen als der Bassspieler der Gruppe bekannt. Mit einer Sonnenbrille und Golf als Hobby, sowie eben seiner Rolle in der Gruppe als Bassspieler, wirkt er auf die meisten sehr entspannt. Das ist zumindest das Bild, was man von Monty hat, wenn man nur das Werbematerial anguckt. Denn Monty als entspannt abzustempeln, wäre der letzte Fehler, den ihr machen könntet. Denn Monty ist ähnlich wie ein anderes grünes Monster immer wütend. Dies seht ihr am leichtesten, wenn ihr einen Blick in seinen Raum werft und auch in jeder Cutscene, denn Monty hat eindeutig Aggressionsprobleme. In diesen. Also ist denn Monty nur eine in Rage geratene Mördermaschine oder gibt es da eine Sache, die wir übersehen? Dies werden wir in der heutigen Charakteranalyse auch beantworten, denn ich versuche in jeder Charakteranalyse immer so einen Punkt zu finden bei einem Charakter, über den man noch reden kann, weil wie gesagt, das ist das einzige Spiel, in dem die kommen und herauszufinden, ob und wie böse Monty denn überhaupt ist, ist glaube ich ein guter Nebenpunkt, den wir hier auch noch beantworten können. Allerdings zurück zum Anfang. Monty's Story beginnt ähnlich wie Roxy in einem Spin-Off, nämlich Fury's Rage. Ein Side-Scroller-Beat-Up. In der Hauptserie kam er aber natürlich bis jetzt nur ein einziges Mal vor, in Security Breach. Ein Spiel, das sie durchgehend als entspannten Dude darstellt. Auch in der Öffnungsline seiner Attraktion Monty Golf kann man seinen ursprünglich entspannten Charakter wiederfinden. The Monty's Gator Golf, home of the Hurricane Hole-in-One. We're currently closed for the night. Come back soon. Wo wir gerade aber schon bei Monty Golf sind, das ist sein dedizierter Raum. Wie Roxy ihren Raceway und ihr Saloon hat, hat Monty sein Monty Golf, welches eine super coole Location ist. Die Location bietet einiges an Löchern, so wie Shops mit Merchandise und Golfschlägern und andere Buden. Finden tut man Monty allerdings eher über der Attraktion, nämlich auf dem Catwalk. Auch wenn wir über seinen Unfall lesen können, in welchem er sich beide Beine gebrochen hat, als er dort runtergestürzt ist, chillt er dort in der Regel am liebsten. Nun scheint das ja nicht so schlau. Generell scheint Monty, wie soll ich sagen, nicht den besten Prozessor im Schädel zu haben, aber steckt denn da mehr hinter? Was ist denn so seine Persönlichkeit außerhalb seiner Wut? Schwer zu sagen. Monty hat kaum Monologe, die ich euch zu einer Persönlichkeit stricken könnte. Anders als Chica und Roxy, die ihre Persönlichkeiten verstärkt darstellen. Chicas Fresssucht, sie frisst legit Müll. Alles, obwohl es sie kaputt macht. Und Roxys übertriebenes Ego, welches sie durch das gesamte Pizzaplex schreit, sind deutlich von Montys Persönlichkeit einfach zu unterscheiden. Denn Montys Persönlichkeit soll entspannt sein. Auf dem ganzen Werbematerial ist er entspannt. Und das habt ihr das Video schon öfter gehört. Er ist eigentlich als entspannter Charakter gedacht. Auch ein Krokodil ist nicht der aktivste Jäger. Auch wenn es ein Raubtier ist, ist es eigentlich ein entspanntes Wesen. Monty aber nicht. Monty ist das genaue Gegenteil von dem, was es sein soll. Er ist nicht chill. Er ist fucking pissed und zerstört grundlos Sachen, wie zum Beispiel seinen Raum, Zäune, die ihm gar nichts getan haben und einige andere Sachen im Pizzaplex. Dementsprechend könnte man Monty als charakterlose, dumme Zerstörungsmaschine abstempeln. Es wäre aber falsch, denn Monty ist weder dumm noch ursprünglich wütend. Montys Problem ist Freddy und der Fakt, dass er der Hauptsänger der Band ist. Das sehen wir auch in seinem Minigame, in welchem Freddy in die Tonne geklopft wurde, während er mit Roxy und Chica jammt. Natürlich will er allein sein, denn der ganze Ort ist brechend voll mit Freddy-Merch. Er ist neidisch auf den Erfolg, von dem er einen Geschmack bekommen hat, als er Bonnie ersetzt hat, und will nun mehr. Er will an die Spitze, doch wird dies wohl kaum passieren, wenn Freddy dort ist. Was wir auch in einem Ending sehen, als ein Newsartikel Monty als das neue Gesicht des Fazbear Entertainments betitelt. Im Hintergrund ist natürlich Mr. Hippo, fucking awesome. Ein weiterer Punkt, der Montys Charakter einfach sehr gut beschreibt, ist die Farbe, die er hat. Okay, wait, Leute. Ich meine damit grün. Monty wird mit grün assoziiert, denn grün ist auch irgendwo die Farbe des Neides, was einfach viel zu passend ist. Wenn Monty die ganze Zeit Freddy beneidet, dass er der Hauptsänger der Gruppe ist und sich überall wegzieht, wo auch nur die Nähe von Freddy ist. Wenn er am liebsten auf den Catwalk oben ist, wo kein Freddy-Merch zu sehen ist, wissen wir einfach, dass das Problem nicht an ihm liegt. Eventuell ist er auch eigentlich nicht so wütend, sondern eher frustriert mit der Situation und neidisch. Dementsprechend würde ich Monty sogar als einen emotional schlaueren Animatronic betiteln als einige andere. Also um die Frage final zu beantworten, Monty ist weder dumm noch ist er aggressiv. Er ist einfach neidisch und frustriert und seine Umgebung zu zerstören, wenn man frustriert ist, ist ein Zeichen, das viele Leute haben. Und das ist eben auch eher seine Persönlichkeit. Nun haben wir über Montys Beginn in Security Breach geredet, seine Persönlichkeit
und auch seinen Ort, wenn auch nur kurz. Allerdings sollten wir nochmal Montys Ende besprechen. So sehr er auch aufsteigen wollte, ist sein Ende wohl eher das Gegenteil. Er fällt nämlich. Erneut fällt er und diesmal wird man es nicht hinkriegen, ihn zu reparieren, denn die beiden sind komplett abgerissen. Natürlich sind die auch inzwischen in Freddy verbraucht, deswegen ist der Zug eh abgefahren. Allerdings scheint Monty dort am Boden kaputt zu liegen. Ein Star, der eben auch wie ein Stern irgendwann gefallen ist. Was ein trauriges Ende ist. Ist es das Ende von Monty? Nicht unbedingt, denn er überlebt das Ganze. Aber in einem noch deutlich ironischeren Fall sehen wir einfach, dass anstatt ein Power-Upgrade zu bekommen, ähnlich wie Roxy, die einfach stärker ist, die besser hören kann, die viel gefährlicher verfolgt nach ihrem Crash, und Chica, welche euch viel einfacher ausmachen kann, ist Monty schwächer geworden. Er ist leicht schneller geworden als der normale Monty. Allerdings kann man ihn jetzt blenden, weil seine Sonnenbrille kaputt ist. Dementsprechend hat Montys Wut nur zu einer Sache geführt. Seinem Fall und seinem Untergang. Denn Monty ist nie wieder aufgestanden, weil seine Beine fehlen. Das Ganze macht ihn aber natürlich auch zu einem echt coolen Weltcharakter. Denn man brauchte den auch im finalen Kampf gegen William Afton. Monty ist rundum einer der coolsten Charaktere im Spiel. Und auch einer der coolsten Animatronics. Wir haben charakterlich nicht viel von ihm gesehen, natürlich. Allerdings ist sein Design absolut awesome und auch einfach seine Geschichte und den Hintergedanken, den man für diesen Charakter verfolgt hat. Ich finde es schön, dass er eine eher subtile Art der Charaktervermittlung hatte, anders als andere Charaktere in dem Spiel, wo man es uns einfach direkt gesagt hat. Dementsprechend fehlt nur noch zu sagen, wo er heute ist. Werden wir ihn im Rune DLC wiedersehen? Bezweifle ich stark, denn er war schon kaputt im William Afton. Im Burn-Trap-Fight und er sah halt nicht so aus, als hätte er das alleine daraus machen können. Besonders nicht, wenn es mit Feuer explodiert. Ich würde ihn gerne wiedersehen, da er ein echt cooler Animatronic ist, von dem ich auch weiß, dass einige Leute den feiern. Allerdings glaube ich nicht, dass es dazu kommt. Und somit sind wir mit dem Video fertig. Falls ihr mehr sehen wollt, guckt euch doch die Monty-Theorie an, in welcher ich bespreche, ob er denn nun den guten Bonnie getötet hat. Außerdem guckt gerne den ersten Teil an, die Roxy-Charakteranalyse oder die anderen Charakteranalysen in dem Sinne. Findet ihr alle in einer Playlist. In dem Sinne, relaxed game, meine Freunde. Danke für euren unglaublichen Support in letzter Zeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dann.